umgeben von Büchern, ich bin umgeben von Kunst, die ich seit jeher gemocht habe, geliebt habe. Ich heiße Marc Genori, bin 51 Jahre alt und schon seit Beginn an hier in der Buchhandlung tätig. Ich mag große Ringe, weil ich glaube, dass durch meine Körpergröße kleine Ringe sinnlos wären. Hier kommen täglich 100 bis 200, 300 Kilo Bücher. Das bedeutet eigentlich, jeder für uns bewegt im wahrsten Sinne des Wortes pro Tag ein paar hundert Kilo Bücher. Sind Sie die Kasse? Man hört gelegentlich diesen Satz, sind Sie die Kasse? Und wo ich dann immer pikiert reagiere und sage, ich bin nicht die Kasse, ich bediene die Kasse. Der Cappuccino und die Rechnung. Es gibt sozusagen zwei Kategorien von Kunden, die ein bisschen lässig sind. Der eine Typ Mann ist sehr zudringlich und riecht erbärmlich aus dem Mund. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Ich suche ein Buch. Und je erbärmlicher er aus dem Mund riecht, so umso näher kommt er. When attitudes become norm. Ah, danke schön. Und die andere Sorte ist eben der aufbrausende, der hektische Mann. Bisschen zu nervös und zackig. Und fragt, excuse me? Er möchte das Buch von Jackie the Rider. Hm? Jack the Rider? I don't know. Und nach einigen Anfragen stellt sich heraus, das ist der französische Philosoph Jacques Derrida. Yeah, Jacques Derrida, great. Feierabend. Ob es in der Kommunikation oder Liebesbeziehung oder überhaupt eigentlich, man sollte mal Nein vermeiden. Haben Sie das Buch? Nein. Liebst du mich? Nein. Man sollte immer versuchen, mit einem Ja zu antworten. Und dann kann man immer noch sagen, ja, aber, und das funktioniert.